Hallo zum nächsten Video der Berufsschule 7 in der Videoreihe für KI. Was wir uns heute anschauen wollen, ist, wie wir mit Hilfe von KI Bildklassifikation machen können. Das Ganze wird immer noch sehr, sehr vereinfacht ablaufen. Wir bewegen uns hier immer noch in einem Bereich, wo wir sagen müssen, ja gut, ein erwachsenes neuronales Netz macht es ja sehr viel komplizierter, sehr viel umfangreicher. Wir werden den sogenannten MNIST-Datensatz verwenden, der Modified National Institute of Standards and Technologies Dataset oder Database. Und das wird so ein bisschen als das Hello World der neuronalen Netze verstanden. Also mit Hello World können wir auch noch nicht viel anfangen, aber man sieht zumindest, dass es funktioniert. Und genau das wollen wir heute machen. Beziehungsweise, ich muss wieder ein bisschen einschränken, wir werden uns heute nur mal die Idee der Bildklassifikation anschauen und werden uns dann was zusammenbauen, womit wir eben diesen MNIST-Datensatz lesen können. Und im nächsten Video werden wir den dann mal in das neuronale Netz reinwerfen und gucken, was rauskommt. Zielgruppe ist wie immer Anwendungsentwickler, Fachinformatiker im Wesentlichen, 12. Klasse und alle KI-Interessierten. Bilddaten liegen uns ja in Pixelform vor. Und die große Frage ist jetzt erstmal, wie schaffe ich es jetzt, diese Pixeldaten in irgendeiner Form in ein neuronales Netz überzuleiten? Wir haben ja bei unseren ersten neuronalen Netzen, die wir uns angeguckt haben, dieses und oder und XOR-Gatter, haben wir gesehen, dass wir Daten als Input brauchen, Zahlen. Ja, und zwar idealerweise Gleitkommazahlen und noch dazu idealerweise sollten sie irgendwo zwischen 0 und 1 liegen. Und dieses Konzept, das wollen wir uns jetzt erstmal in Ruhe anschauen. Also wir haben jetzt unsere Pixelinformationen und was wir jetzt noch brauchen, um lernen zu können, sind die Sollwerte. Ja, wir haben ja bei unseren Gattern immer schon gewusst, was soll da am Ende rauskommen. Und genau das machen wir jetzt hier auch. Und diese Sollwerte heißen bei Bilddaten oder bei normalen, realen Daten Label. Das heißt, wir brauchen die Daten und die Label. Und unser neuronales Netz liegt jetzt irgendwie dazwischen. Und unser Ziel ist es jetzt hier, irgendeine Zahl zu haben und das neuronale Netz erkennt jetzt diese Zahl oder diese Ziffer korrekterweise. Ja, das ist jetzt erstmal unser Ziel. Und wir müssen überlegen, wie kriegen wir das jetzt eben tatsächlich realisiert in unserem Code. Und unser neuronales Netz, jetzt vereinfacht gezeichnet, sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt mal auf die Verbindungen verzichtet, weil das würde jetzt hier keinen Mehrwert bieten, sondern nur Chaos stiften. So, unser Ziel ist es jetzt, dieses Ding in irgendeiner Form zu realisieren. So, und worauf müssen wir jetzt achten? Punkt 1 ist mal die wichtigste Information. Jedes Pixel ist ein Eingang. Ja, und das ist schon mal eine Message. Ja, also ich habe jetzt hier ein relativ kleines Konstrukt gehabt, aber wenn wir jetzt hier irgendwie auf große Bilder gehen, dann kommen wir auf ungeheure Mengen an Eingangsneuronen. Und für den Datensatz, den wir dann verwenden, sind es nur in Anführungsstrichen 28 mal 28, aber auch das ist schon relativ viel. So, dann jedes Label ist ein Ausgang. Ja, das ist das, was wir eben tatsächlich auch an Möglichkeiten haben. Das heißt, unser neues neuronales Netz, was wir jetzt dann demnächst bauen werden, hat nicht mehr einen Ausgang, so wie unsere Gatter, sondern in unserem Fall jetzt 10. Ja, und insofern schon mal eine Erweiterung. Dann, wenn es irgendwie geht bei neuronalen Netzen, sollten wir versuchen, die Daten zu reduzieren. Also alles, was wir nicht zwingend brauchen, fliegt raus. Ja. Ein Beispiel wäre, wir können versuchen, die Auflösung zu reduzieren. Ja, auf ein Maß, wo wir sagen können, okay, damit können wir noch arbeiten. Oder wir können die Farbe einfach rausnehmen. Vielleicht für gewisse Formen zu erkennen, muss ich nicht wissen, ob das Ding rot oder grün ist. Ja. Wenn es denn für die Aufgabenstellung eben tragbar ist. Ja, ansonsten geht es halt nicht. Das muss man sich dann je nach Aufgabenstellung überlegen. Und dann werden wir mindestens einen Hidden Layer brauchen. Wir würden tatsächlich den MNIST-Datensatz auch ohne Hidden Layer mit einem einfachen Perceptron hinkriegen. Aber hey, wir wollen es, wenn dann, einigermaßen vernünftig machen. Also mindestens einen Hidden Layer und dann brauchen wir viele, viele, viele Trainingsdaten.
Und das ist jetzt das, wo es schwierig wird. Wie kommen wir ran an die Daten? Und genau da spielt jetzt eben dieser MNIST-Datensatz uns in die Hände. Das ist einfach eine super große Sammlung an sogenannten gelabelten Informationen, gelabelten Bildern, wo wir sozusagen zu dem Bild auch die Information haben, was ist da eigentlich drauf. Nun, wie soll der Lernprozess jetzt aussehen? Und im Prinzip genauso wie vorher auch. Wir haben Eingangsdaten und Ausgangserwartungswerte. Und in dem Fall haben wir jetzt halt sehr viel mehr Eingangsdaten und sehr viel mehr Erwartungswerte. Gut, sehr viel mehr, das sind jetzt 10 statt einer. Aber hey, das ist momentan die Situation, mit der wir arbeiten müssen. So, und was passiert jetzt? Ich gebe jetzt eben die Pixel pro Pixel eben an ein Eingangsneuron. Ja, also bei MNIST wären das 28 im Quadrat. Und die gehen jetzt durch mein neuronales Netz. Und ich weiß jetzt ja schon, was mein Erwartungswert ist. Das heißt, ich kann meinen Fehler ermitteln. Und mit Hilfe der Backpropagation und der Delta-Lernregel eben meine Gewichte anpassen. Und das nennen wir sogenanntes Supervised Learning. Supervised deswegen, weil ich weiß, was rauskommen soll und kann daran eben mein Netz trainieren. Das ist im Prinzip das, was wir vorher auch schon gemacht haben. Und das kann ich jetzt mit allen Eingangsdaten machen und so rattert das ganze Ding dann durch. Und ich habe jetzt hier nur 10 Eingangsdaten oder Eingangsbilder reingepackt, aber in Wirklichkeit sind es sehr, 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 sehr viel mehr. Ja. Und dieser Prozess, der ist eben aufwendig. Es ist so, dass unser Java-Programm, das wir bis dato geschrieben haben, mit diesen Daten schon noch zurechtkommt. Ja. Wobei, wenn wir dann wirklich eine ausgewachsene Bibliothek nehmen, dann werden wir schon sehen, dass wir ja auch einen Performance-Unterschied haben. So, jetzt haben wir das gelernt, unsere Gewichte sind angepasst und jetzt können wir sagen, ja, das passt, das ist super. Aber jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Schritt, den wir beim Supervised Learning noch brauchen. Wir müssen testen, ob unser neuronales Netz überhaupt funktioniert. Und zwar das Ziel ist ja, nicht existierende Daten zu klassifizieren, ja, indem ich einfach sage, ich weiß oder ich habe die zwei schon gelernt ganz oben links, also möchte ich sie wiedererkennen, sondern sehr viel wichtiger ist es jetzt, mit neuen Daten zu arbeiten. Also Bilder, die ich bis jetzt diesem neuronalen Netz noch nicht gezeigt habe. Jetzt möchte ich gucken, ja, kann denn dieses neuronale Netz diese vier, die jetzt hier in dieser Dreiergruppe ganz oben steht, kann es denn diese vier auch erkennen? Und das bedeutet jetzt, ich muss jetzt erstmal gucken, um mein neuronales Netz zu bewerten, wie viele korrekte und wie viele Fehlerinterpretationen hat denn jetzt mein neuronales Netz gemacht. Ja? Das heißt, ich gebe jetzt meine vier wieder dem neuronalen Netz zum Fraß vor. Ich weiß, die vier soll rauskommen als Label, aber ich trainiere jetzt nicht, sondern ich gebe das jetzt einfach durch mein neuronales Netz und sehe, mein neuronales Netz gibt die vier raus, erkennt die vier, das passt mit der vier, mit der Erwartungsvier zusammen, also gehe ich mit meinem Korrektzähler 1 hoch. Jetzt nehme ich den nächsten Testdatensatz, die 2. Und jetzt sagt das neuronale Netz, das ist keine 2, sondern eine 7. Das heißt, ich habe hier einen Unterschied zwischen der Erwartungshaltung und dem tatsächlichen Ergebnis und ich muss jetzt meinen Fehlerzähler um 1 hochziehen. Und jetzt kommt der nächste Testdatensatz. Ja, jetzt prüfen wir wieder, es kommt die 6 raus, wunderbar, ich kann meinen Korrektzähler um 2 hochdrehen. Und so kann ich jetzt ganz, ganz viele neue Datensätze in meinem neuronalen Netz zur Verfügung stellen und kann jetzt einfach prüfen, ist denn die Vorhersage, die mein neuronales Netz bezüglich dieses Datensatzes gemacht hat, richtig oder falsch. Und daraus kann ich dann so eine Qualitätszahl entwickeln, indem ich einfach sage, so und so viel Prozent sind richtig erkannt worden. Ja? Und das ist ja, so ein Qualitätsmerkmal meines neuronalen Netzes. Gut, rekapitulieren wir es nochmal kurz. Wir haben grundsätzlich, wenn wir Supervised Learning machen wollen, bei einer Bildklassifikation, Daten und Label. Das sind die unterschiedlichen Informationstypen, die wir brauchen. Wir brauchen zu den Daten die Label, damit wir wissen, worum es sich eigentlich handelt. Weil die Daten liegen ja nur in Pixelform vor und die Label ist ein maschinell auswertbarer Wert, sprich eine Zahl. Und dann brauchen wir die Trainingsdaten und die Testdaten. Ja? Also Training, damit stellen wir die Werte ein und mit Test prüfen wir, ob das, was rauskommt, überhaupt richtig ist oder nicht.
Und unser MNIST-Datenbank oder der Datensatz, der hat halt sehr, sehr, sehr viele von solchen geschriebenen Elementen. Und wir werden uns in diesem Video auch anschauen, wie wir an diese Daten rankommen und wie wir das Ganze irgendwie so aufbereiten, dass wir damit arbeiten können. Von der Struktur her sieht es so aus, dass wir das Datenfile nach diesem Jan LeCun verwenden. Der hat sich mal die Arbeit gemacht, das irgendwie sinnvoll in einen File reinzupacken. Das kann man auch runterladen. Ich habe unten mal die Adresse von dem Guten hinterlegt. Und der hat auch gleich eine Beschreibung hinterlegt, wie denn dieser Datensatz aufgebaut ist. Ganz oben ist erstmal so ein 32-Bit-Integer Magic Number. Das ist wie so eine Signatur. Ja. Muss uns jetzt weiter nicht interessieren. Dann kommen halt die Anzahl der Bilder. Wie viele Bilder sind denn da drin in dem File? Das wurde auch als IDX-Format bezeichnet. Und dann die Anzahl der Zeilen pro Bild. Und bei MNIST sind es, wie ich vorhin schon gesagt habe, 28. Und die Anzahl der Spalten pro Bild, das ist auch 28 bei MNIST. Und das ist der Header. Ja, also alles das ist Vorgeplänkel. Und nach dem Header kommen die eigentlichen Daten. Ja. Und jedes Pixel ist mit einem unsigned Byte repräsentiert und das sind 256 Graustufen, mit denen wir eben dieses Bild oder diesen Pixel eben ansetzen. Das heißt, von Byte 16 bis 43 haben wir dann die erste Zeile des ersten Bildes, dann kommt die zweite Zeile des ersten Bildes und dann halt der Rest vom ersten Bild und dann kommt das zweite Bild und so weiter und so fort. Und so eiern wir da durch die einzelnen Datenwerte durch. Und wenn wir unseren Leser dann schreiben, dann werden wir einfach den Header überspringen und werden sagen, ich weiß, das Ding hat 28 mal 28 und ich weiß, wie viele Bilder da drin sind. Aber das gucken wir uns im Code dann an. Dann gibt es natürlich noch das Label-File. Das ist ein eigenes File. Also die Label sind nicht in dem Datensatz-File hinterlegt, sondern das ist ein eigenes File. Das hat auch wieder so eine Signaturnummer vorne dran. Dann nur die Anzahl der Labels. Da brauche ich keine weiteren Informationen. Das heißt, der Header ist sehr viel kleiner. Und dann kommen halt entsprechend die Ziffern von 0 bis 9 fürs erste Label, fürs zweite Label, fürs dritte Label und so weiter und so fort. Und damit haben wir die Struktur des Label-Files auch verstanden. So, wenn wir jetzt uns diese Datenbank runterladen, dann haben wir ja Daten und Labels. Ja, soweit. Hoffe ich, hat es jetzt jeder kapiert. Und wir haben Lern- und Test- oder Trainingsdatensätze. Und es ist so, dass wir dieses File aus dieser Webseite trainimages.idx3 UByte, also IDX3 ist dieses Fileformat und unsigned Byte, und zwar 60.000 Bilder haben wir. Das ist schon ordentlich. Ja. Da haben viele Leute ihre Handschrift dann entsprechend hinterlegt. Und dann natürlich auch 60.000 Labels. Ja, das sind dann nicht Train Images, sondern Train Labels. Und zum Testen braucht man weniger im Regelfall. Und deswegen gibt es hier 10.000 Bilder zum Testen und natürlich auch 10.000 Labels zum Testen. Wie ich schon gesagt habe, diese Images und diese Labels, das ist vom Level her Hello World. Also das ist jetzt nichts, wo wir sagen können, damit können wir jetzt wirklich prüfen, ob unser neuronales Netz eben irgendwelche Katzen auf irgendwelchen Zoobildern erkennt, sondern es geht hier einzig und allein darum, das Konzept hinter neuronalen Netzen zu verstehen. Nicht mehr und nicht weniger. Ja? Und wenn wir dann wirklich mit ausgewachseneren Daten dann arbeiten, dann werden wir auch nicht mehr mit unserem Java-Programm arbeiten können, sondern müssen dann wirklich auf Bibliotheken wie Keras gehen, die dann auch mit der GPU von der Grafikkarte arbeiten, um das irgendwie in endlicher Zeit zu berechnen. Aber nochmal, hier geht es nicht darum, sondern es geht darum, einfach zu verstehen, wie funktioniert's. So, dann willkommen im Code wieder. Wir fangen mit dem Labeled Image oder mit der Klasse Labeled Image an. Das ist einfach nur so ein Behälter für unsere Daten. Das soll einfach nur so ein kleiner Helfer sein, der es uns erleichtert, dann diese Daten in unserem neuronalen Netz zu verarbeiten. Mehr ist es erstmal nicht. Ich möchte einfach Label und Daten zusammenhängen. Gut, dann haben wir hier das Label. Das ist einfach nur ein Integer. Ich hätte es auch als Byte nehmen können, aber bleiben wir bei Integer. Da wird eben dieses Label hinterlegt.
Und dann haben wir hier die Rohdaten aus dem File. Achtung, in dem File sind die Daten unsigned und Java arbeitet mit dem Datentyp signed. Das ist so ein Kritikpunkt, den viele Hardcore-Programmierer gegenüber Java haben. Aber es ist nun mal so und das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen, aber auch das werden wir schaffen. Das ist jetzt der Konstruktor, den wir haben für den Fall, dass wir die Daten aus unserem MNIST-File übernehmen, sprich die Rohbyte-Daten und dann natürlich noch das Label. Ja, die übernehmen wir dann einfach und fertig. Dann brauchen wir noch eine kurze Übernahme der Größenangaben. Hätte ich mir jetzt fast auch sparen können, weil ich weiß ja ohnehin, das ist 28, aber der Vollständigkeit halber mache ich das jetzt hier einfach, dass die Width und Height dann entsprechend aus dem Array übernommen werden. Dann haben wir einen weiteren Konstruktor, den brauchen wir dann später nochmal, wenn ich so ein Labeled Image basierend auf einem Buffered Image mache, also auf einem Java-internen Format für Images, für Pixelgrafiken. Das mache ich dafür, dass wir dann später auch mal ein Programm bauen können, wo wir dann selber mal Ziffern eingeben können und gucken, ob die denn überhaupt erkannt werden, sodass wir mal ein eigenes Gefühl für die Funktionalität unseres neuronalen Netzwerkes hinkriegen. So, dann habe ich hier noch was eingebaut, dass ich die Farben invertieren kann, dass ich quasi aus einem Schwarz-Weiß-Bild ein Weiß-Schwarz-Bild machen kann. Es ist nämlich so, dass wenn wir das Farbschema von Java verwenden, dann ist der MNIST-Datensatz wie rechts dargestellt, also weiße Schrift auf schwarzem Grund. Wenn wir einfach die Interpretation der Graustufen umdrehen, ist es halt andersrum und dafür ist einfach dieser Schalter im Konstruktor drin. Dann habe ich hier eine Methode, die macht Convert Images. Das heißt, die soll einfach aus diesen Buffered Image Daten die Byte-Rohdaten raus extrahieren. Die funktioniert insofern, dass ich einfach das Buffered Image übergebe und dann natürlich noch die Fragestellung, sollen die Daten invertiert werden, haben wir gerade darüber gesprochen. Die Daten werden natürlich in Bytes hinterlegt, klar, und die Breite und Höhe kriege ich direkt aus dem Buffered Image raus, also kann ich das Array erzeugen. Dann gehe ich natürlich durch alle Pixel durch, alle RGB-Werte und ja, damit ich sie eben später verarbeiten kann. Und hier habe ich jetzt mein getRGB, das ist die Methode, die mir mein Buffered Image zur Verfügung stellt, um eben den RGB-Wert als Integer-Repräsentation an einer bestimmten Position zu ermitteln. Wer genau hingeguckt hat, X und Y sind vertauscht. Dadurch drehe ich das Ding um 90 Grad, beziehungsweise ich spiegle es über die Winkelhalbierende. Und das ist deswegen notwendig, weil die Daten einfach anders in dem Buffered Image hinterlegt werden wie in dem Rohdatensatz und ja, damit fixe ich diesen Unterschied. Sehen wir uns getGrayscale mal genauer an, also die Methode, die das Byte zurückliefern soll, basierend auf dem Integer-Farbwert. Und wir fangen an mit Blau, das ist das rechte Byte von diesem Integer-Wert und den schneide ich mir mit dem bitweisen Und einfach raus. Das ist erstmal alles. Grün ist Byte Nummer 2, das heißt, ich muss erstmal ein Bitshift machen um 8 und dann kann ich es mir genauso rausschneiden. Bei Rot mache ich es genauso, ich shifte halt um den Wert 16, also 2 Bytes nach rechts und damit kriege ich eben meinen Rotwert. Wenn ich die Invertierung benötige, dann rechne ich einfach 0FF, also 256, minus den jeweiligen Wert und schreibe ihn wieder zurück. Das ist dann die Invertierung und damit mache ich halt aus Schwarz-Weiß und aus Weiß-Schwarz. Der Grauton wird einfach durch eine stinknormale Durchschnittsbildung errechnet. Ich bleibe hier einfach ein Integer. Ich mache jetzt hier keinen Aufrunden, Abrunden oder sowas. Für uns reicht es jetzt erstmal. Und damit haben wir jetzt unseren Wert als Integer und geben das dann über ein Typecast wieder zurück als Byte. Fertig. Mehr ist es nicht.
Dann brauchen wir eine weitere Methode, die soll dann später von dem neuronalen Netz aufgerufen werden, weil das neuronale Netz erwartet ja Gleitkommazahlen und zwar normiert auf die Werte zwischen 0 und 1. Warum? Es ist deswegen sinnvoll, wir erinnern uns ja an die Sigmoid-Funktion, die wir mitunter eben als Aktivierungsfunktion hatten. Und wenn wir uns zu weit weg von der 1 bewegen und eigentlich schon von der 0 zu weit weg bewegen, dann flacht das Ding ja ziemlich ab. Und dadurch haben wir durch die Ableitung in unserem für die Delta-Lernregel zu wenig Veränderung. Und deswegen schrauben wir die Dinger immer runter. Und es hat sich so eingebürgert, sie auf den Wert zwischen 0 und 1 zu normieren. Und genau das soll diese Methode machen. Sie soll mir eben aus diesem zweidimensionalen Byte-Array mit unsigned byte ein eindimensionales Array mit allen Pixeln sozusagen geben, wo die Werte auf 0 bis 1,0 normiert sind. So, also die Größe ist einfach Größe, Breite mal Höhe, also nichts Besonderes. Und dann schmeißen wir die Werte da einfach in dieses Array rein, indem ich erstmal dieses Thema mit meinem unsigned versus signed Byte löse. Da gibt es die Methode toUnsignedInt und dadurch interpretiere ich eben mein Byte tatsächlich als Werte von 0 bis 255. Gut, dann hole ich mir die Daten eben aus diesem Data Array raus und teile dann durch 255,0, also nicht 256, weil die Nulle wie immer mitzählt. Und damit habe ich jetzt meine Werte auf 0,0 bis 1,0 normiert. Dann schauen wir uns das Ladeprogramm mal an. Also ich werde die Software oder den Source Code dann in einem späteren Video auch mal posten, sodass ihr euch das runterladen könnt. Aber ich möchte einfach hier nur beweisen, dass das, was wir hier machen, alles kein Rocket Science ist. Das ist alles einigermaßen nachvollziehbar. So, wir beginnen mit zwei Konstanten. Das ist einfach die Größe des Headers vom Data-File und vom Label-File, weil die wollen wir überspringen. Also, weil ich bin ja nur an den Daten interessiert. Also packe ich das in zwei Konstanten rein. Und weil ich es überspringe, muss ich die Image Width und Height dann direkt hier rausholen. Ich hätte es auch aus dem File rauslesen können, aber hey, ich arbeite jetzt hier mit MNIST und dann spare ich mir diesen Kram, das aus dem File raus zu interpretieren. Dann brauche ich die Größe eines Datasets. Das brauche ich für die vereinfachte Berechnung des Offsets. Sonst müsste ich im Prinzip immer zwischendurch immer 28 mal 28 rechnen. Also kann ich es gleich in eine Konstante reinschmeißen. Dieser Image Dataset Loader soll auch in der Lage sein, die Daten wirklich in PNG-Files zu extrahieren, dass man die sich mal anschauen kann. Und hier packe ich einfach die Konvention in zwei, ja, Konstanten rein. Die Pfadangaben für das Data-File und das Label-File packe ich hier in Instanzvariablen rein. Und ja, weil ich den über den Konstruktor dann oder die Werte über den Konstruktor mir reinhole. Da sind die als Parameter drin und im Konstruktor übertrage ich die dann einfach. Also. So, dann haben wir die Methode Extract and Save Images. Und die soll genau das tun. Ja, die soll mir die MNIST-Bilder als PNG speichern, dass ich sie mir mal anschauen kann. Also sonst ist mir das irgendwie immer zu abstrakt, wenn ich nur mit Daten arbeite und da kann man sie direkt mal sehen. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich eine Startposition hinterlegen kann, also die Position des ersten zu speichernden Bildes. Und hier dann die Anzahl der zu speichernden Bilder. Also wenn ich das Bild mit der Indexposition 100 bis 110 haben möchte, dann ist Startposition 100 und die Anzahl 10. So stelle ich mir das vor. Dann lesen wir mit diesen Files Objekt All Bytes. Das ist so eine Convenience-Methode, die nutze ich hier einfach. Und damit habe ich die Rohdaten von diesen beiden Files in den Arrays BA für Byte Array Data und Byte Array Label. Dann habe ich so Positionen in diesem
Pfeil in Anführungsstrichen, das sich jetzt in dem Byte befindet. Und diese Position ist einfach das nächste zu lesende Pfeil. Und ganz unten überspringe ich jetzt erstmal den Header von Data und vom Label-File. Das heißt, ich fange gleich mit den Daten an. Dann positioniere ich das auf das erste zu speichernde Bild. Startposition und für die Daten muss ich das ja die Position mit der Größe des Datasets multiplizieren, diese 28 mal 28, so dass ich weiß, wie viel ich springen muss pro Bild. Und beim Label brauche ich das nicht, weil ja jedes Byte ein Label ist. Jetzt gehen wir mal durch. Ich sage jetzt die Anzahl der zu speichernden Images. Ja, für unser Beispiel wären das vielleicht 10 gewesen, dann muss ich diese Schleife 10 mal durchiterieren. Dann erzeuge ich mir hier ein Byte Array für das Zwischenlagern der Bytes. Und jetzt verarbeite ich entsprechend alle Pixel. Das heißt, ich gehe jetzt hier Image Width und Height, also die 28 jeweils in X- und Y-Richtung, durch die Reihenfolge meiner Bits in dem oder meiner Pixel in dem File ist so, dass ich zeilenweise erstmal vorgehe, also zuerst Zeile 1 von 0 bis 1 kleiner Breite, dann Zeile 2, Zeile 3 und deswegen habe ich hier die Reihenfolge auch so hinterlegt. Dann prüfe ich natürlich, ob vielleicht der User, der diese Methode aufruft, irgendwie in Index Out of Bounds Exception reinlaufen würde, wenn er eben zu viele Daten liest, die gar nicht drin sind. Durch eine Sicherheitsmaßnahme. Und dann übernehme ich einfach ganz normal die Rohdaten. Also ja, einfach nur rüber kopieren. Wenn irgendein Fehler passiert ist, gebe ich an den Aufrufer einfach minus 1 mal die ID des fehlerhaften Bildes zurück, dass er eben weiß, wo irgendwas schiefgelaufen ist, dass er im Prinzip weiß, wie viele Bilder er zu erwarten hat. Dann hole ich mir oder habe ich eine weitere Methode geschrieben, die mir jetzt die Rohdaten in ein Buffered Image umwandelt, weil das ist ja genau das, was ich dann später ausgeben möchte. Und beim Schreiben schreibe ich einfach dieses MyImage als Buffered Image ins Filesystem und in den Namen kommt jetzt einfach die Indexposition und das Label und dann habe ich eben schöne durchnummerierte Files, wo ich eben weiß, was drin ist. Wie gesagt, das ist nur zur Hilfe für die Entwicklung, dass man sich das mal anschauen kann. So, speichern tue ich das als PNG-Typ, einfach ja, weil es sich anbietet, weil wir hier wirklich pixelweise uns das ja auch dann später anschauen werden. Dann, wie sieht diese Methode aus? Da gehen wir auch fix drüber. Das soll jetzt eben dieses Buffered Image aus Rohdaten erzeugen. Hier hole ich mir jetzt einfach die Grafikkonfiguration vom System. Das ist ja ein normaler Swing Standard Code. Dazu habe ich auch schon ein paar Videos zum Thema Swing hinterlegt. Könnt ihr vielleicht auch nochmal reinschauen. Aber ist jetzt hier einfach nur 1:1 Standard. Dann erzeuge ich mir aus dieser Konfiguration ein leeres Buffered Image mit der erwarteten Größe. Und klappe das entsprechend ab. Also alle Pixel werden eben übernommen. Dann invertiere ich die Graustufen hier, damit ich es eben nicht weiß auf schwarz, sondern schwarz auf weiß sehe. Und dann erzeuge ich das Signed aus dem Unsigned wieder. Ja, das war diese Geschichte, haben wir ja heute schon mal gesehen. Und dann wird eben das entsprechende Bild gesetzt oder der Pixel wird gesetzt für jeden einzelnen Pixel und ich erzeuge einfach ein neues Farbobjekt und ich setze alle Farbwerte mit außer dem Alpha-Kanal, den ich auf 255 setze, alle Farbwerte auf genau diesen Grauwert und damit kriege ich ein graues Bild, weil grau heißt ja nichts anderes, dass RGB im gleichen Verhältnis da sind oder mit dem gleichen Wert, nicht Verhältnis, sondern mit dem gleichen Zahlenwert. Die XY muss ich wieder vertauschen wegen der 90-Grad-Spiegelung. Das ist hier an der Stelle dann konsistent. Dann brauche ich jetzt eine Methode, die ich dann später in meinem neuronalen Netz
hinterlegen wäre oder aufrufen muss, weil da bin ich jetzt nicht an den Bilddaten im Sinne eines Grafikfiles interessiert, sondern an den Bilddaten im Sinne der Rohdaten, im Sinne der Byte-Daten oder später dann der normierten Double-Werte dann interessiert. Aber die hole ich mir dann direkt aus dem Labeled Image raus. Also diese Methode, die ist jetzt speziell für das neuronale Netz geschrieben. Als Ergebnis erwarte ich jetzt eine ArrayList von Labeled Images und die müssen wir dann später im nächsten Video in unserem neuronalen Netz dann irgendwie verarbeiten, dass wir an die Daten rankommen. Die Rohdaten werden jetzt wieder genauso gelesen wie vorher auch, das ist nichts Neues. Und jetzt gehe ich durch die einzelnen Bytes wieder, auch wie bei dem anderen, wo ich die Daten einfach nur in Files gespeichert habe, exakt der gleiche Code, nur dass ich halt jetzt hier eben später mit dem Current Dataset was anderes mache. Und zwar genau hier füge ich in diese ArrayList ein neues Labeled Image rein und in dem Konstruktor habe ich ja das Label gebraucht und das hole ich mir jetzt hier auch aus dem Byte Array von den Labels. Muss ich auch wieder to unsigned integer umwandeln und dann natürlich noch das Current Dataset, das haben wir oben aufgebaut und damit ist mein Label Image fertig und ich kann damit arbeiten. So, das war jetzt ein Video, wo wir uns einfach die Vorarbeit machen mussten, die wir jetzt im nächsten Video brauchen, wo wir das neuronale Netz dann so weit aufbauen, dass wir eben mit diesen Bilddaten arbeiten können. Das werde ich dann auch nochmal durchexerzieren, eben in einer ähnlichen Form, sodass wirklich jede Codezeile verstanden wird. Das ist mir an der Stelle wichtig. Ja, und dann würde ich sagen, dranbleiben, bis zum nächsten Mal.